So, willst du eine Anmoderation machen oder soll ich eine Anmoderation machen? Und dann legen wir gleich los. Warte, ich mach mal erstmal auf Twitch den Sound weg, sonst haben wir uns doppelt. Ja, mit der Anmoderation ist ein bisschen schwierig, weil wir wissen noch nicht, wie das Ding heißt. Aber Erwin, du hast mich angerufen heute Nachmittag. Völlig überraschend, man sieht es im Hintergrund, mein Bücherregal ist nicht aufgeräumt. Ich hatte keine Zeit. Ich habe gesagt, ich bin sofort bei der Stelle. Wir machen einen Podcast. So ist es. Ein Podcast, für den wir noch keinen Namen haben, aber wir haben eine super Community mit 800 Zuschauern, die uns definitiv einen Namen finden können. Wir werden einen Namen finden, vielleicht werden wir ihn auch schon heute finden. Wir haben uns aber schon überlegt, wie wir das machen werden, nämlich eine Stunde. Ja. Und damit das auch wirklich stimmt, habe ich jetzt meine Stoppuhr dabei, werde die jetzt betätigen. Passt. Und dann müssen wir uns selber sozusagen objektiv messen, ob wir an der Stunde wieder rankommen, ob wir uns einschränken können, eingrenzen können. Wir wollen heute über Deutschland reden. Ja. Weil, denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht und es geht ein Ruck durch unser Land, Erwin. Es geht ein Rechtsruck durch unser Land und dagegen müssen wir was machen. Ist es tatsächlich Wer ein, wäre besser geeignet? ist Es ist es, ein Rechtsruck. ist es ein Rechtsruck oder eine Linksflucht? Es ist jedenfalls ein unangenehmer Ruck. Und wir sind ja links. Ich bin links. Ich auch. Also wir sind links. Wir müssen jetzt auch ein bisschen rucken. Und dafür machen wir jetzt unseren Podcast. Ich glaube, einmal die Woche, eine Stunde. Genau. Und jetzt, während ich meine Kamera angeschaltet habe, kam mir der Gedanke, vielleicht wäre Antifa ein passender Begriff. Weil es ist ein sehr deutscher Begriff. Und wenn ich dann Donald Trump höre, wie er vor dem Weißen Haus steht und den Begriff eben so verschandelt, Antifa, Antifa, dann denke ich mir, nee, wir sind da besser. Wir wissen, dass es die Antifa ist. Und ich glaube, das könnte ein passender Name sein. Der Chat schlägt gerade Linksruck vor. Linksruck. Ja, Da gab es Linksruck. leider, ja, da gab es leider eine trotzkistische Splitterorganisation, die hat sich dann in Marx 21 umbenannt. Ich glaube, da sind einige hier historisch gut informiert. Ich weiß nicht, also was bist du Trotzkist, Erwin? Nein, bin ich nicht. Also es gibt Nämlich. trotzkistische Elemente, die ich okay finde, wie zum Beispiel eben diese immer, also fortwährende Revolution und diese ganzen Sachen. Und ich bin auch gegen solche autoritären, stalinistischen Geschichten. Ja. Aber sonst würde ich mich Ja, nicht. da hat sich VW hat sich da ja auch inspirieren lassen. Es rollt und rollt und rollt, ne? Das ist das, glaube ich, mit der permanenten Revolution. Und Trotzki, also mal anders interpretiert. Ich bräuchte eine Mütze, sagen mir hier deine Kommentatoren. Lass dich Ich habe nicht mal. Kopfhörer. Ich habe Kopfhörer, weil es ist ein Podcast. Und ihr seht auch das Mikrofon. Ja, aber ich finde, Antifa der würde Name ist Nice und Hard Antifa. triggern. Antifa ist wirklich ein guter Name, weil ich glaube, wir sind die letzten Leute, denen sie das. Ich finde auch, der Begriff wurde irgendwie versaut oder beziehungsweise entehrt in letzter Zeit. Alles Mögliche hat sich Antifa genannt, wo man sich so denkt, hey, wisst ihr noch, worum es geht, actually? So, von dem her, ja, kein schlechter Vorschlag. Ich meine, wir können mehrere Vorschläge sammeln in dieser ersten Folge und dann machen wir eine Abstimmung, was die Leute dazu Abstimmung ist sagen. super. Ja. Demokratischer geht's nicht. So habe ich übrigens auch meinen Kanalnamen gefunden, Proletopia. Da haben wir miteinander genauso den Namen gesucht und dann Abstimmung gemacht und er hat gewonnen. Tatsächlich. Funktioniert. Das funktioniert, das wird auch hier funktionieren. Die direkte Assoziationskette bei mir ist jetzt Antifa, ist extrem deutsch. Was ist noch deutsch? Die GmbH und Co. KG.
Ne? Also das ist eine sehr deutsche, ich weiß gar nicht, ob ihr das in Österreich habt. Mm-mm. Und das wäre auch so eine, also es gibt ja immer dieses rechtsextreme Meme, dass die Antifa eine GmbH wäre, so wie die BRD auch. Und das würde ihr zumindest Struktur geben, es wäre schön. Ist scheinbar nicht der Fall, aber das kann man ja ändern. Nur warum da eine GmbH? Es gibt ja viel kreativere Möglichkeiten, zum Beispiel eben eine GmbH und Co. KG. Genau. Ja, naja, eh. Antifa und Co. Zum Beispiel. Antifa und Söhne. Das wäre auch ein Name. Frage ist, wer ist das Co? Also sind da noch Nazis dabei? Ja, genau. Ja, das ist ja die große Frage. Genau. Also ich glaube, wir müssen auch klären, wer die Nazis überhaupt sind. So. Wer ist das Fahr? Wir sind Anti, so weit, so gut, aber wogegen sind wir eigentlich? Naja, wahrscheinlich gegen alle, die sich zusammenbündeln, um andere zu unterdrücken. Oder? Und dabei irgendwie vielleicht ungerecht und diskriminierend sind und autoritäre Strukturen bilden. Ob sie das nun bewusst tun oder nicht. Vorrangige Arbeitshypothese. Mhm. Klingt gut. Ich würde sagen, lassen wir mal den Namen und die Leute sollen sich da ein bisschen was überlegen und wir reden über das Thema. Fangen wir an und dann kehren wir wieder zum Namen zurück. Später. Aber fangen wir mal an, weil die Leute sollen ein bisschen auch ein Gespür vielleicht bekommen, wie wir drauf sind. Also erst dann werden sie gut entscheiden können, welcher Name zu uns passt. Oder? Und da können wir... Ja, also ich glaube, viele Leute haben schon ein Gespür dafür, wie du drauf bist. Alle wissen, dass du links drauf bist, außer Neitan, der checkt das noch nicht. Ja. So ein paar andere. Aber das sind wahrscheinlich V-Männer. Vielleicht. Vielleicht, wer weiß das, ja. Genau, ihr habt in Deutschland jetzt einen Rechtsruck. Ich meine, den haben wir in Österreich auch, so ist es ja nicht. Aber ihr habt ihn ja ganz besonders, bei euch hat ja schon die Regierung dazu aufgerufen, dass alle auf die Straße gehen. Warst du dabei? Ich bin mit der U-Bahn da drüber gefahren. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber bei uns in Hamburg fährt die U-Bahn überirdisch. Und ich bin quasi freischwebend über der Demo gewesen. Es waren tatsächlich viele, viele Menschen auf der Straße und ich hatte einen wichtigen Termin, konnte da nicht teilnehmen. Habe in der U-Bahn dann Menschen gehabt, die ganz motiviert waren. Ich hab das nicht gecheckt, dass da eine Demo läuft. Hab die dann gefragt, wo wollen die eigentlich hin mit ihren Transpis? Die haben mir gesagt, ja, gegen Nazis demonstrieren. Gut. Wo kommen denn jetzt Nazis nach Hamburg? Nee, aber man müsste trotzdem demonstrieren. Und dann habe ich die Bilder auf Social Media gesehen, wie sie da eben mit der rot-grünen Landesregierung zusammen demonstriert haben. Die CDU war auch dabei, also es waren eigentlich alle eingeladen, nur die AfD irgendwie nicht. Und die hatten gerade eine Fraktionssitzung im Rathaus, deswegen musste der Ort dann an den Jungfernstieg verschoben werden. Und ja, alle, die da waren, waren jedenfalls keine Nazis, weil sie waren ja dabei und haben gegen Nazis demonstriert. Das macht es einem einfach. Also auch wenn man dann zum Beispiel als Regierungsmitglied Abschiebungen von Menschen in Situationen bewilligt, wo diese Menschen dann möglicherweise gehängt werden oder verfolgt politisch, man ist jedenfalls kein Nazi, weil man war auf der richtigen Demo. Mhm. Da hat man schon mal ein gutes Gefühl. Ja. Da waren ja auch Leute, die für Waffenlieferungen in solche Länder wie Saudi-Arabien sind. Die waren da auch dabei. Und das, was aber am komischsten für mich ist, ist, dass eben die neoliberale Rechte, damit rechte Mitte, einfach Leute dazu aufruft, protestieren zu gehen gegen die Rechten. Das ist doch auch lustig, oder? Dass die Rechten aufrufen, gegen die Rechten zu protestieren. Ja, weil wenn man da ist, ist man eben nicht mehr rechts. Und wenn man gerade einen Rüstungsdeal mit dem saudischen Königshaus irgendwie unterschrieben hat, das Papier trocknet noch, dann geht man auf die Demo und schon kann man sich gut fühlen. Man hat ein gutes Gewissen, man hat was Gutes gemacht und man steht auf der richtigen Seite. Weil man ist ja auf der Antifa-Seite. Und ich denke, so sollten wir das auch machen. Also man kann davon lernen, es hat gut funktioniert, es hat viele hunderttausende Menschen deutschlandweit auf die Straße gebracht. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, gerade bei so kalten Temperaturen wie hier in Norddeutschland. Aber viele Menschen wollen wohl gerade in diesen schwierigen Zeiten auf der richtigen Seite stehen. Mhm.
Und das sind nicht die Nazis. Also ich meine, wenn wir eins wissen, so, dann sind die Nazis so die falsche Seite. Genau. Und Antifaschismus ist gut. Ich verstehe, da verstehe ich deine Idee, ja, super. Das ist sehr gut, ja. Aber das ist so, einfach und verständlich. Wenn dann die Leute, ja, unseren Podcast abonnieren, dann sind sie halt auch auf der guten Seite. Genau. Und bekennen sich automatisch gegen den Faschismus, finde ich super, ja. Total gut, absolut. Vielleicht sollten wir uns auch Flaggen in den Hintergrund hängen, ja, von der Antifa und ähnliches, und dann wissen wir einfach, wie, was Sache ist. Weil ich meine, ich bin ja Antifaschist. Ich bin ja nur selten bei der Aktion dabei. Und besser gesagt nie. Aber Antifaschist bin ich definitiv. Es wird dann häufig gestritten, ob man Gewalt zulassen soll. Weil hier in diesem Podcast sind wir auf jeden Fall beide offen für Gewalt. Also zumindest für verbale Gewalt und psychische Gewalt, die ja anderen Menschen zufügen. Erstmal in erster Linie den Zuhörern. Aber das ist so ein Gewaltbegriff. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Na, ich bin gegen jegliche Gewalt, ganz ehrlich. Außer wenn dann vielleicht Notwehr begeht. Ansonsten bin ich gegen Gewalt. Ich bin ein sehr friedlicher Antifaschist. Also ein pazifistischer Antifaschist, der sagt, ich muss die Menschen lieben, ich muss meinen Feind lieben. Ich bin überzeugt davon, dass ich meinen Feind lieben muss. Ja. Also du möchtest deine Feinde hart durchvögeln? Nein, nein, nein. Platonisch lieben. Ihnen die Liebe geben, die ihnen von der Gesellschaft verwehrt wurde, weswegen sie zu dem geworden sind, was sie sind. Und wahrscheinlich, weswegen sie diesen Antagonismus in sich haben, der sie dazu treibt, da so unmenschlich zu sein. Ich glaube, wenn man ihnen genug Liebe gibt, dann heilt man sie von dem Hass. Ja, also wir sind keine Nazis und wir sind für die Liebe. Es klingt super. Super, oder? Ich bin erstmal dabei. Ich denke, das mit dem Gewaltverzicht, das können wir nochmal ausdiskutieren. Ich bin, wie gesagt, für Verbalinjurien jeder Art offen. Ich denke, das bereichert die Diskussion immer. Aber... Naja, ich meine, verbale Gewalt werden wir wahrscheinlich erhalten von außen. Ich meine, die ganze verbale Gewalt wird ja von außen kommen. Wir müssen ja keine machen. Die kommt ja schon von außen. Es sind ja Nazis um uns rum. Die ganze deutsche Sprache ist eine Sprache, die von Nazis benutzt wurde. Und insofern ist schon die Wahl dieser Sprache eine problematische Entscheidung. Richtig. Ich meine, wir könnten auch Jugo reden, aber ich weiß nicht, wie gut du in Jugo bist. Ich könnte es vielleicht lernen, aber das würde, glaube ich, zu lange dauern. Wir haben ja nur eine Stunde. Und wir wollen ja vor allem gegen Nazis in Deutschland kämpfen. Die sprechen meistens Deutsch. Ja. Meistens auch nur Deutsch. Finde ich gut, ja. Aber wie machen wir das? Also nicht, dass ich jetzt Österreich außen vor lassen möchte. Aber wir sind schon ein transnationaler Podcast. Aber wie machen wir das, dass wir nicht mit der Regierung verwechselt werden? Weil die Regierung bei euch in Deutschland ist ja auch antifaschistisch und die ist ja aber gleichzeitig neoliberal und sie ist irgendwie für den Status quo, aber sie geben vor, dass sie eigentlich gegen rechts sind. Und wenn wir jetzt auch gegen rechts sind, wieso, also laufen wir da nicht Gefahr, dass Leute sagen, ihr seid doch nur eine Fortsetzung des Regierungswahnsinns? Ich wurde in meinem Leben noch nie mit der Bundesregierung verwechselt. Ich weiß nicht, ob die Gefahr besteht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. In Deutschland kennen wahrscheinlich weniger Leute den Nehammer. Dass man euch verwechselt, halte ich trotzdem für unwahrscheinlich. Wir müssen die Regierung angreifen, weil naja, die sind ja mitverantwortlich für den Aufstieg der Nazis, für den Rechtsruck. Der ist ja unter ihrer Regide passiert. Ja, also denke ich mir auch. Also ich denke, der Rechtsruck, das wird sehr oft übersehen, der Rechtsruck kommt natürlich von der Status Quo-Politik, die gemacht wird. Die Leute, deswegen habe ich am Anfang gesagt, ist es wirklich ein Rechtsruck oder eine Linksflucht? Ja, also fliehen die Leute vor dem, was sich heutzutage links nennt, aber gar nicht links ist, wie zum Beispiel die Grünen und ähnliches. Fliehen die Leute von ihnen in die Hände von einer kontrollierten AfD-Opposition oder was passiert da draußen? Oder werden die Leute wirklich mehr zu Nazis und sind wirklich immer mehr Faschisten und entdecken den Faschismus neu für sich?
viele Olivgrüne sind ja schon quasi in die Fußstapfen ihrer großen Nazi-Großväter gestiegen. Also ich meine, das mit dem ganzen, wir machen jetzt Krieg Richtung Russland und setzen deutsche Panzer ein, das ist doch 1A was jeder Wehrmachtsgeneral irgendwie unterschrieben hätte. Ja, das ist eine sehr harte Kritik an den Grünen. Ja, ich meine, die Grünen waren das letzte Mal in der Bundesregierung, da haben sie den ersten Krieg von deutschem Boden aus gestartet. So, also, welche Partei würde Nazi heute wählen? So, wenn du die Kriegspartei schlechthin wählen möchtest, dann musst du die Grünen wählen. Mhm. Ja, absolut. Das ist ja irgendwie, also sie haben ja versprochen, sie sind keine Kriegspartei und liefern auch keine Waffen und dies und das, aber dann, und was haben sie jetzt gekriegt? Jetzt haben sie das gekriegt, dass die Russen kein Gas mehr liefern und die Amerikaner haben jetzt gesagt, sie stellen die Flüssiggaslieferungen ab. Seltsam, oder? Ja, ich glaube, die Amerikaner werden damit sich reden lassen, wenn man noch ein paar hundert Milliarden mehr bezahlt, dann sind die da vielleicht spendabler. Also das kann man machen. Erstmal natürlich am besten die ganze deutsche Industrie nach Texas verlagern und ja, dann hat man zumindest ein Problem gelöst. Beim letzten Mal ist der Faschismus in Deutschland ja auch vom Industriekapital unterstützt gewesen. So, wenn die Industrie zerstört ist, dann ist das vielleicht schwieriger. Mhm, du meinst, die Zerlegung der deutschen Industrie verhindert automatisch den Faschismus vielleicht? Nee, das wäre so ein Ansatzpunkt, dass wenn Deutschland nicht mehr da ist, dann kann es in Deutschland auch keinen Faschismus geben. Mhm. Aber ich glaube, das ist doch diese antideutsche These, oder? Ich meine, die Antideutschen haben ja so eine Strategie gefahren, oder nicht? Ja, Bomber Harris, do it again, aber diesmal gründlicher. Das ist natürlich ein Ansatzpunkt. So, ich glaube, wir vertreten einen anderen antifaschistischen Ansatzpunkt. Wir wollen Deutschland ganz gerne behalten, nur halt ohne Nazis. Und vielleicht auch mit weniger Grünwählern. Ja, vielleicht, ja. Aber was sollten sie sonst wählen? Ich meine, die AfD ist ja auch keine Lösung, oder? Ja, die AfD ist eine Partei, die zum Großteil extrem neoliberal ist, die Identitären eine Plattform gibt, die wirklich keine progressiven Politikvorschläge, überhaupt Politikvorschläge macht, die sinnvoll sind. Die wissen ja auch nicht, was sie wollen. Jetzt haben sie ein sehr Anti-EU-Programm verabschiedet, aber viele Stimmen sagen auch, die EU ist super. Was wollen sie von der Europäischen Union? Was wollen sie in Deutschland erreichen? Was wollen sie verändern? Da sind sie sehr vage. Mhm. Also eigentlich haben die ja die ganze Zeit das gefordert, was die Bundesregierung jetzt macht. Ein Olaf Scholz, der eine Abschiebungsoffensive startet. Da kriegen sie doch quasi, was sie wollen. Mhm. Ja, und ihr habt jetzt auch eine Regierung, die scheinbar Österreicher nicht mehr einreisen lässt. Ha? Da gab es ja ein Problem mit einem sehr speziellen Österreicher, der nicht einreisen durfte bei euch. Aber dann doch durfte schlussendlich, ja. Am Ende wurde er kontrolliert und durfte dann doch. Ich weiß nicht, ob wir hier seinen Namen nennen dürfen, weil das ist so ein bisschen wie mit Voldemort und du weißt schon wem. Manchmal wird man dann irgendwie gesperrt. Das gibt einem natürlich noch mehr Lust, diesen Namen vielleicht auszusprechen. Viele Leute haben ihn jedenfalls bei Amazon in die Suchmaske eingetippt und dann auf Vorbestellen geklickt. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Es gäbe da wahrscheinlich spannendere Abendlektüre. Aber ja, wir haben in Deutschland einmal einen Österreicher reingelassen. Hätte man vielleicht nicht reinlassen sollen. Ich glaube, jetzt einfach zu sagen, wir lassen keine Österreicher mehr rein, wird das Problem des Rechtsrucks nicht lösen. Und ist wahrscheinlich auch mit europäischem Recht schwer vereinbar. So, es gibt ja schon Schengen-Raum, da sollen Leute sich frei bewegen. Wenn die jetzt komische Sachen sagen, dann plötzlich nicht mehr. Schwierig. Mhm. Ja, nein, das war ein kompletter Schuss nach hinten irgendwie, diese ganze Geschichte. Vor allem ist das überhaupt nicht, glaube ich, von der Regierung gekommen, sondern vom Spiegel, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Spiegel hat irgendwie gesagt, gegen den gibt es ein Einreiseverbot und die Regierung hat sich da nie wirklich klar geäußert. Oder? War doch irgendwie so.
Also der Spiegel hatte eine Quelle im BKA, die behauptet hat, dass die thüringische Landesregierung da einen Antrag gestellt hätte, weil es wohl eine Veranstaltung in Thüringen gab, wo der Sähner auftreten sollte. Und ob das stimmt, wissen wir jetzt nicht so genau. Er ist ja auch dann zwar nicht zur Veranstaltung, aber zum Kaffeetrinken nach Deutschland reingelassen worden. Vorher wurde er dann noch ganz genau kontrolliert. Er hatte wohl eine Zahnbürste dabei. Das hätte man als Indiz dafür werten können, dass er vielleicht längerfristig vorhat, hier zu bleiben. Also, Zahnbürstensituation in Deutschland scheint so schlimm zu sein, dass Migranten die am besten vor Ort vor der Einreise sich besorgen. Nein, er wurde dann kontrolliert, er wurde reingelassen. Und er hat mediale Aufmerksamkeit bekommen für seine Ideen. Wenn man jetzt die identitäre Bewegung bekämpfen möchte, weiß ich nicht, ob man denen ständig mehr Raum in den Medien einräumen sollte, indem man darüber diskutiert, dass man ihre Vertreter vielleicht nicht einreisen lässt, weil die jetzt eine ganz, ganz besondere Ideologie vertreten würden, die ganz viel schlimmer sei als alles andere bisher dagewesene. Das macht sie natürlich schon irgendwie interessanter für Leute, die unzufrieden sind mit dem gegenwärtigen System. Mhm, absolut. Vor allem können sie sich auch als Rebellen inszenieren und als Opposition. Und auch sieht die Regierung dadurch viel schwächer aus. Und ja, plus verkauft sich das Buch, was du schon erwähnt hast, ist ja auf Nummer 1 bei Amazon. Es ist ja nicht mal erschienen, es ist ja vorbestellt. Oder es ist schon Nummer 1. Und ja, also läuft nicht gut. Und diese ganzen Demos, die es da gegeben hat gegen rechts, das kommt ja alles irgendwie von diesem Korrektivartikel. Ich habe damals, wo der Korrektivartikel erschienen ist, war meine allererste Reaktion, wo ich das gesehen habe, habe ich gesagt, scheiße, dass wir den Rechten nützen, und zwar maximal. Und bin dann einfach auch live gegangen, habe das auch so gesagt, habe auch erklärt, warum ich das so sehe, und wurde dann natürlich selbstverständlich von den ganzen unter Anführungszeichen Linken angegriffen, die gesagt haben, ja, du bist scheinbar gegen linke antifaschistische Arbeit und möchtest den Rechten zuspielen und hin und her. Hat sich aber herausgestellt, auf lange Sicht, dass dann sehr viele begriffen haben, dass das vielleicht doch nicht so klug war, was die gemacht haben. Ja? Auch wenn sie sagen, dass die AfD jetzt ein paar Prozent verloren hat, wobei ich eher glaube, dass das mit dem BSW zusammenhängt, mehr als mit dem Korrektiv. Aber wie siehst du das? Das glaube ich auch. Ich finde Umfragen sowieso immer schwer einzuordnen, weil die Institute da natürlich auch dran drehen können. Und ja, Prozente verloren in Umfragen sind noch keine Prozente bei Wahlen. Ich glaube, es hat mich schon überrascht, dass da so viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Das fand ich doch spannend, auch wenn viele dieser Menschen jetzt eher dem biodeutschen Gutbürgertum zuzurechnen waren. Es waren jetzt doch erstaunlich wenig Migranten auf den Demos vertreten. Aber es waren massive Demos, und das hat seit vielen, vielen Jahren, glaube ich, keine Regierung mehr hinbekommen, dass eine Pro-Regierungsdemonstration so viele Teilnehmer angelockt hat. Das war insofern vielleicht ein Erfolg für Korrektiv, dass es dem Gedankengut der identitären Bewegung in der gesamten Gesellschaft mehr Raum gegeben hat und vor allen Dingen auch in der AfD mehr Raum gegeben hat. Das ist der Effekt, den man vielleicht kritisieren kann. Und da weiß ich nicht, ob das nicht, also ob die wirklich so blauäugig sind, dass sie das nicht gecheckt haben, dass man mit so einer Aktion schlechten Recherchen, die dann nach hinten losgehen, erstmal wird von Deportationen gesprochen, dann rudern sie zurück, sagen, niemand hat je von Deportationen gesprochen, dass man da den Teilnehmern auf dieser angeblichen Wannsee-Konferenz 2.0, ja, dass man den VIP-Status gibt, nicht nur in der Rechten, sondern ja, auch in Teilen der bürgerlichen, sogenannten bürgerlichen Mitte. Das hätte man sich, glaube ich, denken können. Und da frage ich mich schon, sind die wirklich so blauäugig bei Korrektiv? Denken die, die haben jetzt irgendwie einen Orden verdient? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Gleichzeitig, für Martin Sähner ist da alles super gelaufen. Ich weiß nicht, ob der das Buch schon geschrieben hat. Jetzt hat er auf jeden Fall einen Grund. Top 1 der vorbestellten Bücher, obwohl es noch nicht auf dem Markt ist. Der sollte sich mal schleunigst an Schreiben machen. Das Buch wird jetzt schon als Mein Kampf 2.0 hochgehypt. Ja, also dabei ist es vielleicht noch gar nicht geschrieben. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob die vom Korrektiv. Ich glaube wirklich langsam, dass diese
Mittelschicht oder ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, dieses Bildungsbürgertum, das Pseudolinke. Ich glaube, die sind einfach so mittlerweile in ihrer eigenen Welt gefangen, dass sie gar nicht sehen, was draußen vor sich geht. Ich glaube, die leben irgendwie in so einem Parallelverständnis davon, was die Menschen draußen denken. Aber andererseits verstehe ich das auch nicht, weil sie beschäftigen sich ja mit diesen ganzen Leuten, die wie Martin Sellner, die Identitären und diese ganzen Leute. Aber irgendwie scheinen sie nicht ganz zu verstehen, was diese Leute reden oder was ihre Taktiken sind, sondern sie, einerseits verstehen sie das und erklären es, aber andererseits irgendwie können sie nichts Sinnvolles daraus machen. Und die Frage ist, können sie nichts Sinnvolles daraus machen oder wollen sie nichts Sinnvolles daraus machen? Ist die Frage halt, die sich mir stellt. Weil ich mir denke, das gibt's doch nicht, dass ich als jemand, der nicht finanziert ist, der da nicht irgendwelche Thinktanks hat, der da nicht irgendwie vernetzt ist, dass ich das verstehe und sie es nicht verstehen. Das gibt's doch nicht. Die sind doch ganz oben, die spielen doch da ganz oben mit. Und dann stellt sich die Frage, wenn sie das doch tatsächlich besser verstehen, warum machen sie sowas? Und wenn sie es nicht verstehen, dann muss man sich die Frage stellen, wie zum Teufel ist es möglich, dass ihr so hoch oben seid und einfach die grundlegenden Dinge nicht versteht? Beides wäre eine Katastrophe, weißt du? Beides wäre eine Katastrophe. Vielleicht sind sie zu gekokst und zu gekifft, um das zu verstehen. Vielleicht ist es für ihr persönliches Vorankommen erstmal auch egal. Also, ob sie jetzt in rechtsextremen Rändern helfen oder nicht, ist ja für Mitarbeiter bei Korrektiv oder für Regierungsmitarbeiter erstmal persönlich relativ irrelevant. Deswegen machen sie sich da vielleicht nicht so viel Gedanken wie wir beide. Aber ich meine, das ist ihr Job. Wie kann es für sie irrelevant sein? Es ist ja buchstäblich, warum es sie gibt. Ja und nein. Also ihr Job, ja. Aber du guckst ja beim Job auch so ein bisschen da drauf, wofür wirst du belohnt, wofür wirst du befördert. Und aktuell ist es häufig einfach dafür, dass du mitläufst und dass du dir keine eigenen Gedanken machst. Dafür wirst du in der Regierung, in der deutschen Bürokratie, dafür wirst du in Organisationen wie Korrektiv eher befördert, als wenn du dann in der Runde mal der bist, der sagt, ja, vielleicht ist das keine so schlaue Idee. Vielleicht ist es nicht so gut, wenn wir jetzt abhören, was da beim privaten Treffen besprochen wird, indem wir da, ich weiß nicht, Richtmikrofone einsetzen und Leute einschleusen und das dann irgendwie uns im Nachhinein zurechtbiegen, wie wir das dann rechtfertigen. Ich meine, es ist ja nun offensichtlich nicht von Deportation gesprochen worden, das hat Korrektiv selbst zugegeben. Wussten ja im Vorfeld auch nicht genau, ob da irgendwas möglicherweise Strafbares oder Problematisches gesagt wird. Trotzdem haben sie sich entschieden, es ist voll in Ordnung, wenn wir da diverse auch Strafgesetze möglicherweise brechen und diese private Versammlung abhören und das dann skandalisieren. Mhm. Ja. Ja, also, aber vielleicht war es auch das Ziel, genau das zu verursachen, was man verursacht hat, nämlich dass sehr, sehr viele Menschen in der Mitte der Gesellschaft, also was ich Normies nennen würde oder NPCs, aufstehen und dann auf die Straße gehen und dann einfach da protestieren und damit diese ganzen Bauernproteste verdrängen zum Beispiel. Dass dann plötzlich diese ganz neuen Proteste entstehen und da man gegen etwas, sage ich mal unter Anführungszeichen, viel Wichtigeres protestiert, als was die Bauern gemacht haben. Und vielleicht war das irgendwie auch ein bisschen das Ziel. Vielleicht sollte diese Proteste von irgendwas ablenken. Es ist jedenfalls eine Strategie, die man aus autoritären Regimes kennt, dass wenn es Protest aus der Bevölkerung gibt, auch legitimen Protest, dass dann die autoritären Regimes ihre Anhänger mobilisieren, teilweise mit Anreizen, teilweise mit Zwang dazu auf die Straße bringen, der Regierung sozusagen ihre Unterstützung zu zeigen, damit das dann in den regierungsnahen Medien verbreitet werden kann. Das ist aus dem Handbuch jedes afrikanischen Diktators bekannt. Das machen alle möglichen Regimes in solchen Situationen, wenn die delegitimiert werden durch eben Protestwellen, dass sie dann versuchen, ihre eigenen Anhänger auf die Straße zu bringen und das eben möglichst breit in die Medien zu tragen und diese Proteste dann auch möglicherweise größer darzustellen, als sie sind. Ja, das ist nur etwas, was in Deutschland eigentlich unüblich war. Also gab in der
DDR gab es Gedenkveranstaltungen und Jubiläumsveranstaltungen. In der BRD gibt es zum Beispiel den Tag der Deutschen Einheit oder so, wo dann der Staat von staatlicher Seite Menschen auf die Straße bringt, die dann quasi für diesen Staat und teilweise auch für die Regierung dort zusammenstehen. Weil dass man sowas quasi macht, impromptu mit einer teilweise staatlich, teilweise durch mehr oder weniger unabhängige Medien und NGOs gelenkten Kampagne, das ist doch was Neues, was wir so vorher noch nicht gesehen hatten. Mhm. Naja, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber falls es so ist, dann kann man ja sagen, gibt es auch den positiven Aspekt, weil immerhin gegen Faschismus zu protestieren, ist ja nicht falsch. Ich glaube, wir würden auch gegen Faschismus protestieren. Das, wo das Problem eben ist, glaube ich, ist einfach dieses, dass sie zusammenhängen mit der Regierung eben. Ich glaube, das ist das, was den meisten Menschen irgendwie sauer aufstößt oder wo die meisten Menschen sagen, das sind keine wirklichen Proteste. Wir protestieren ja gerade gegen Faschismus, indem wir jetzt Antifa-Arbeit hier machen, per Definition. Antifa ist ja, viele sagen, Handarbeit. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil Handarbeit, das klingt so nach Manufaktur und das ist eher regressiv. So progressiv müsste ja eher dann fabrikähnliche Automatisierung sein. Vielleicht machen wir das jetzt durch das Medium so ein bisschen. Können wir da die Antifa automatisieren, aber mit der Regierung oder von der Regierung gelenkt und gesteuert kann das eigentlich nicht sein. Das muss schon unabhängig sein. Korrektiv hat viel an Mitteln von der Bundesregierung gekriegt. Die Antonio Amadeo Stiftung finanziert sich ebenfalls maßgeblich aus öffentlichen Mitteln. Der Verfassungsschutz war offensichtlich auch involviert, hat jetzt seinen ehemaligen Präsidenten zum Verfassungsfeind oder zum Untersuchungsobjekt deklariert. Das ist natürlich ein Netzwerk, was etwas undurchschaubar ist für Menschen, die da außen stehen. Und es macht mir schon etwas Sorgen. Muss ich wirklich sagen, wenn ein Inlandsgeheimdienst mit eigentlich unabhängigen Nachrichtenorganisationen, NGOs auf diese Art und Weise zusammenarbeitet, dann in einer Institution wie dem Berliner Ensemble, das ich hoch schätze, es war ja nun das Theater, das Brecht zur Rückkehr sozusagen nach Deutschland gebracht hat, dass er dieses Theater am Schiffbauer Damm bekommen hat und dass dort schon, bevor diese Veröffentlichungen da sind, Proben stattfanden für die Lesung der abgehörten Teilnehmerbeiträge aus dem Hotel Adlon. Es ist alles doch sehr inszeniert. Und wie siehst du das mit der Einschätzung, dass Hans-Georg Maaßen jetzt rechtsextrem ist? Vom Verfassungsschutz halt so. Was hältst du davon? Ist das eher gut oder findest du das eher schlecht? Ich finde es erstmal sehr überraschend, dass der Vorgänger des aktuellen Leiters des Bundesamts für Verfassungsschutz jetzt ein Verfassungsfeind sein soll. Dann muss man sich ja schon Gedanken machen, warum man an solchen Menschen, wie es dazu kommen konnte, wenn das stimmen würde, solche Menschen so einflussreichen Posten in der Bundesrepublik sind, dass sie Inlandsgeheimdienste leiten, dass sie Möglichkeiten haben, Oppositionelle eben auszuspionieren und zu bekämpfen. Das scheint ja auf ein Versagen der Kontrollmechanismen hinzudeuten, wenn es denn stimmen würde. Und wenn man jetzt sagt, dass es vielleicht nicht stimmt, dass Hans-Georg Maaßen vielleicht rechts ist, das wird er wahrscheinlich nicht mal selbst bestreiten. Als rechtskonservativer, bürgerlicher Politiker sieht er sich, glaube ich, aber kein Verfassungsfeind. Dann muss man sich natürlich fragen, warum wird er dann jetzt überwacht und warum werden jetzt seine ehemaligen Arbeitskollegen dafür eingesetzt und deren Arbeitszeit dafür eingesetzt, diesen Mann zu überwachen und möglicherweise auch mit illegalen, also das heißt illegalen, mit Methoden, die für uns Normalsterbliche illegal wären, abzuhören. Das macht einem doch Sorgen.
Wo ist da die Rechtsstaatlichkeit in diesem Land? Naja, wahrscheinlich ist das die Rechtsstaatlichkeit, oder? Ja, weil was ist, wenn er sich geändert hat? Vielleicht war er ja früher nicht so. Vielleicht war er ja früher vertrauenswürdig. Und jetzt haben sich die Dinge geändert. Wir haben uns alle ein bisschen entwickelt. Wir sind ja alle nicht das, was wir vor 5 Jahren waren, oder? Ich glaube, dass Hans-Georg Maaßen sehr viel kritischer ist als damals, das ja. Ich glaube, in einigen inhaltlichen Positionen hat er sich positiv verändert. Das, was er zum Beispiel zu Julian Assange gesagt hat, klingt heute sehr viel besser als das, was er gesagt hat, als er noch Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz war. In anderen Fragestellungen sieht er jetzt die Regierung natürlich sehr viel kritischer. Vielleicht hat er es vorher auch schon getan, durfte das nur nicht öffentlich aussprechen, weil es darf natürlich ein Leiter auch einer Behörde, einer Bundesbehörde, so nicht. Er ist den Ministern unterstellt und kann in der Öffentlichkeit nicht die eigene Regierung kritisieren. Aber woran wird das festgemacht, dass er ein Verfassungsfeind wäre, dass er die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland abschaffen möchte? Da sehe ich halt überhaupt keine Indizien für. Mhm. Ja, du hast ja auch ein bisschen, weil ich es gerade im Chat gelesen habe, du hast ja da auch ein bisschen eine Kontaktschuld, weil der war ja jetzt beim Dieter Dehm und du bist ja mit Dieter Dehm ganz eng. Ne? Ja, also insofern müssen Dieter und ich und du jetzt dank dieses gemeinsamen Podcasts natürlich auch abgehört werden. Ich weiß nicht, ob der Verfassungsschutz da die Zuständigkeit an den BND übergibt. Du bist ja im Ausland. Da geht das auch ein bisschen einfacher. Ja, man darf heute kaum noch mit jemandem reden. Nur wenn man dann, ohne Kontaktschuld auf sich zu laden, nur wenn man dann mit Leuten nicht reden kann, dann muss man ja den Medien einfach vertrauen, wenn die sagen, das ist ein Nazi und das ist ein Nazi und der ist Verfassungsfeind. Das ist natürlich schwierig. Irgendwo muss man das ja auch selbst für sich rausfinden können, ob jemand vielleicht gar nicht so verfassungsfeindlich ist, wie das der Spiegel zum Beispiel schreibt. Mhm. Und ich fand also das Interview, was wir mit ihm geführt haben, da hat Dieter sehr kritische Fragen auch gestellt, aus einer sehr linken Perspektive natürlich. Dieter ist ja auch jemand, der jahrelang, jahrzehntelang vom Bundesamt für Verfassungsschutz abgehört wurde, überwacht wurde, über den es meterweise Akten dort gibt. Und das sieht er natürlich sehr kritisch. Ich finde diese Institution auch insofern kritisch. Da hat sich Maaßen aber noch auch schützend hinter das Bundesamt für Verfassungsschutz gestellt und sich auch für eine wehrhafte Demokratie ausgesprochen. Was ich im Prinzip nachvollziehen kann, so frage ich mich, ob er sich gedacht hat, dass es so weit gehen würde. Und das jetzt zu dem Zeitpunkt waren seine Gespräche mit seinem Rechtsanwalt, mit seinem Mandanten, er ist ja auch Rechtsanwalt, waren abgehört worden. Was ein Skandal ist, weil da auch die Schweigepflicht und das Privileg, privilegierte Anwalts-Mandanten-Verhältnis, was ja auch Rechtsstaatlichkeit irgendwie sicherstellen soll, untergraben wurde. Aber dass er jetzt so umfänglich Objekt der Überwachung des Bundesamts für Verfassungsschutz geworden ist, war ihm da, glaube ich, nicht bewusst. Und ich glaube, er hat sich das wahrscheinlich auch nicht vorstellen können. Weiß ja, weswegen er überwacht wurde? Es war so, dass er einen Mandanten vertreten hat, der sich mal getroffen hatte mit jemandem aus diesem Kreis des Prinzen Reuß, der Rollator-Putsch. Ne? Also da hat sich jemand mal getroffen mit jemandem, der da involviert war in diesem Rollator-Putsch-Versuch. Und weil er diese Person vertreten hat, ich glaube außergerichtlich vertreten hat, wurde das Gespräch wohl jedenfalls abgehört. Und was jetzt die neuen Gründe sind, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz aufgeklärt. Okay. Ich meine, der Verdacht ist natürlich, dass er rechts sein könnte und gegen die Regierung. Und das ist in der freiheitlichen Demokratie, in der wir leben, problematisch. Mhm. Ja, aber was ist mit ihm? Wird er jetzt BSW beitreten oder nicht? Weißt du da was? Hans-Georg Maaßen baut seine eigene Partei auf. Er ist jetzt Ich meinte Dieter Dehm natürlich. Dieter Dehm steht angeblich, so berichtet es der Pionier, steht angeblich zusammen mit Pia Zimmermann und mir auf einer schwarzen Liste beim BSW. Die ihn angeblich, uns angeblich, Amira Mohamed Ali gesetzt hätte. Ob das so stimmt, das wage ich zu bezweifeln. Ich habe da auch aus BSW-Kreisen
ja, unterschiedliche Informationen zugehört. Ich weiß, dass Dieter bisher keinen Mitgliedsantrag gestellt hat. Er war auch noch bis zum Abschluss eines Ausschlussverfahrens aus der Linkspartei, wo er zur Gründung des BSW aufgerufen hat. Das war der Anlass, warum die Linkspartei ihn rausschmeißen wollte. Vor anderthalb Jahren hat er beim UZ-Pressefest in Berlin gesagt, dieses Abbruchunternehmen im Karl-Liebknecht-Haus, das kann man nicht weiter unterstützen. Dieser Parteivorstand hat sich so von linken Grundwerten und auch vom Erfurter Programm der Linkspartei entfernt, unter anderem mit eben der Unterstützung für Waffenlieferungen an die Ukraine, aber auch vielen anderen Themen, dass man diese Woke-Partei so nicht mehr unterstützen kann und dass Sarah jetzt eine eigene Partei aufmachen müsste, die eben offen sein müsste, auch für bürgerliche Kräfte, aber vor allen Dingen, das war das Pressefest der UZ, also der Zeitung der DKP, also auch für Kommunisten offen sein müsste. Und das hat ihn dann postwendend ein Ausschlussverfahren eingebracht. Bundesvorstand der Linkspartei wollte ihn da nicht mehr haben. Er hat sich da aber ganz vernünftig gegen verteidigt und jetzt auch in letzter Instanz, glaube ich, gewonnen. Wie läuft eigentlich dein Ding mit der Partei Die Linke wegen der Europawahl? Ja, also mein Ausschlussverfahren habe ich auch gewonnen. Das Verfahren wegen der Europawahllistenaufstellung, da hat sich die Bundesschiedskommission zwar zurückgemeldet, um zu sagen, dass der Antrag eingegangen sei, scheint den jetzt aber scheinbar verschleppen zu wollen, bis die Fristen abgelaufen sind, damit sie die Liste einfach so beim Bundeswahlleiter einreichen können. Und da muss ich dann sagen, das finde ich problematisch und werde dann gegebenenfalls selbst juristische Schritte entweder beim Bundeswahlleiter einreichen oder vor einem Gericht, um das zu stoppen. Jetzt läuft so ein bisschen die Frist ab. Die Linkspartei wird dann wahrscheinlich keine neue Liste aufstellen können. Aber das ist eben das Problem. Also vielleicht ist es manchmal wichtiger, auch mal nicht anzutreten bei einer Wahl, statt dass man mit einer demokratisch problematischen Liste antritt, die nicht richtig gewählt wurde. Mhm. Das ist auch ein Teil des antifaschistischen Kampfes, den wir beide führen. Und ich werde dich und unsere Zuhörer da auf dem Laufenden halten. Das ist ein gutes Stichwort wegen dem antifaschistischen Kampf. Was kann man eigentlich jetzt machen, wenn man sagt irgendwie, okay, scheinbar wird aus der Mitte dieser ganzen Proteste gegen rechts organisiert und wir sagen, okay, gut, aber die Menschen, die fliehen nach rechts einfach, weil die Mitte quasi sich schon lange nicht um sie kümmert. Was kann man jetzt da ändern? Weil wir können ja offensichtlich irgendwie nichts daran verändern in diesem Moment. Also einerseits wehrt man sich innerlich dagegen, dass man sagt, okay, ich will nicht bei diesen ganzen Protesten da jetzt mitmachen, diesen Orchestrierten, die mir irgendwie da halbgar ausschauen und irgendwie unehrlich. Und ich will aber auch nicht irgendwie, dass die Rechten gewinnen. Wo positioniert man sich als Linker jetzt, dass man nicht mit einer neoliberalen Mitte mitschwimmt, aber auch trotzdem was gegen rechts ausrichtet? Was können wir wirklich machen? Ich denke, es ist sinnvoll, wenn man versucht, Begriffe auch zu reclaimen, aber auch da anzusetzen, wo es unstrittig ist, dass es sich um Linke handelt. Also ich habe noch nie von irgendeinem Rechten gehört, dass Marx ein Rechter gewesen sei. Also wenn man sich auf Marx beruft, dann ist man so ziemlich auf der sicheren Seite, dass der links war. Gilt ähnlich auch für Lenin. Und wenn man dann irgendwie jetzt die aktuelle Zeit geht, dann ist das schon umstrittener. Aber ich glaube, auf solche Klassiker kann man sich gut berufen. Da kann man nochmal anfangen, mit den Argumenten, die man dort gewinnt, auch gegen die Woke-Bubble zu argumentieren. Und zu sagen, ihr könnt euch vielleicht links nennen, aber wenn ihr in einer WG in der schönsten Nobelgegend der Freien Hansestadt Hamburg wohnt und euch über Lohnarbeit überhaupt keine Gedanken machen braucht, dann seid ihr vielleicht von der materiellen Lebensrealität der meisten Menschen ziemlich abgehoben und eure Gedanken sind vielleicht nicht so relevant wie die der arbeitenden Menschen in diesem Land. Ja, aber die arbeitenden Menschen sind halt ungebildete Sexisten alle miteinander und irgendwer muss ja
die Elite anführen, oder? Genau, also wir brauchen eine Avantgarde. Ich würde dafür uns beide plädieren. Wir sind nämlich auf jeden Fall keine Sexisten. Das ist richtig. Und no, das, das ist schon mal ein guter Anfang. Ja, ja. Also, ich würde sagen, so ganz ungebildet sind wir auch nicht. Und wir haben auch schon mal was mit unseren Händen gemacht. Wobei das bei mir zumindest schwieriger ist. Also ich habe schon zwei linke Hände, aber das macht mich nur dafür umso linker. Also das ist jetzt auch kein Nachteil in der Hinsicht. Ja, und ab und zu sprechen wir auch mit Menschen, die erwerbstätig sind, vorkommen. Für die sind dann meistens Themen aus ihrem Alltag nicht unbedingt die Frage, wie hoch man jetzt einen Fußballverein dafür bestrafen sollte, dass seine Fans ein Transparent entrollt haben, auf dem draufsteht, dass es nur zwei Geschlechter geben würde. Mhm. Die haben dann eher so andere Themen, so wie man mit dem Arbeitgeber umgeht, der ihre Löhne nicht bezahlt oder sie Überstunden schuften lässt, aber jetzt nicht so, wie hart man diesen Fußballverein bestrafen sollte. Aber geht nicht beides? Kann man nicht irgendwie sich für Arbeitnehmerrechte einsetzen und gleichzeitig Fußballclubs bestrafen? Wegen Transparenten? Ja, man kann Multitasking, glaube ich, nur bis zu einem gewissen Grad machen. Irgendwo ist Aufmerksamkeit auch endlich und wenn man halt 90% seiner Aufmerksamkeit darauf richtet, Fußballclubs wegen angeblich sexistischen oder transfeindlichen Transparenten zu bestrafen, dann bleibt irgendwie nicht so viel Zeit dafür übrig, dass man sich anguckt, welche anderen Wirtschaftsakteure und Unternehmen vielleicht problematische Dinge tun. Und bei der Deutschen Bahn ist es irgendwo auch zu beobachten. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in den Genuss gekommen bist mit der Deutschen Bahn oder einem regionalen Verkehrsbetrieb wie der BVG zu fahren. Aber je mehr dort über Themen, die jetzt mehr mit geschlechtlichem Verkehr als mit so Transport von Menschen über die Schiene zu tun haben, geredet wird, desto schlechter scheint das mit dem Schienentransport zu funktionieren. Dafür haben jetzt die ganzen Züge schöne Farben, bunte Regenbogen und es gibt jetzt zum ersten Mal in Berlin eine Ansagerin beim BVG, die Station als Transfrau ansagt. Und ich glaube, da wurden auch schon Leute für befördert beim BVG. Das sind dann eben die Kriterien, wonach Menschen dann ja, ihre Karriere gestalten können. Und da musst du dich halt immer fragen, was kann ich jetzt machen? Ich möchte gerne vielleicht nochmal befördert werden, bevor ich in Rente gehe. Ich könnte jetzt irgendwie gucken, dass man vielleicht die Betriebspläne anders legt, dass man vielleicht Wartungsarbeiten vornimmt, dass man guckt, wie man das Netz ausbauen kann. Oder du kannst halt einfach so einen Regenbogenaufkleber auf so einen ICE kleben und das als Teil deiner neuen Diversity-Initiative präsentieren, für die du mit Sicherheit viel Medienaufmerksamkeit bekommen wirst. Also das ist halt einfach so kosten-nutzen-mäßig für deine Karriere sicherlich die bessere Entscheidung. Mhm. Die Frage ist aber, wie viele Arbeiter man damit vergrault. Ja, das ist halt die Frage. Weil die Linke hat ja komplett ihre Glaubwürdigkeit verloren auch. Weil die Menschen das Gefühl haben, dass sie, also nicht das Gefühl haben, sondern sie haben tatsächlich materielle Probleme und sie werden aber die ganze Zeit abgelenkt von diesen mit vielen verschiedenen Nebenschauplätzen und sobald die Linke darauf einsteigt, wird sie nicht mehr glaubwürdig. Das ist ja der Partei Die Linke tatsächlich meiner Meinung nach passiert. Oder? Ja, vor allen Dingen in Regierungsbeteiligung hat sie sich halt mit solchen Themen abspeisen lassen. Und ich sage ja auch gar nichts gegen Diversity-Initiativen. Ich meine, es ist sicherlich sinnvoll, wenn unsere Gesellschaft diverser, inklusiver und so weiter wird. Ich finde nur, da gibt es erstaunliche Unterschiede zwischen
ja, Diversity-Initiativen für geschlechtliche Vielfalt, die dann aus einem Sticker bestehen und vielleicht ein paar schönen Worten, und den Initiativen, um zum Beispiel einen Nahverkehr zu ermöglichen, der inklusiv ist und auch für Menschen im Rollstuhl zum Beispiel nutzbar. Für das eine muss man halt Bauantrag stellen und vielleicht einen Fahrstuhl verbauen, wo vorher keiner war. Und für das andere muss man halt ein Werbebüro damit beauftragen, einen neuen Sticker in Auftrag zu geben, sozusagen. Und die Farben zu designen, das geht meistens schneller und einfacher und kostet auch weniger Geld. Ja, es ist halt aber die Frage, wir werden niemand kritisiert werden und man wird uns immer sagen, dass wir keine echten Linken sind, man wird uns vorwerfen, dass wir eigentlich in Wirklichkeit gegen Diversität eben sind, weil wir das taktisch anders gestalten. Das ist ja das Problem an der Stelle, das ich sehe. Das ist das, was uns Linken meiner Meinung nach am meisten schadet, sind diese Pseudolinken, die die ganze Zeit uns versuchen, dorthin zu drängen, uns wie progressive Neoliberale zu benehmen und eben irgendwie ja, mitzuspielen dabei, wenn irgendwelche Konzerne sich ja, Rainbow waschen oder Green waschen oder was auch immer. Also ihnen beim Waschen zu helfen. Ja. Und ich, ja. Keine Ahnung, wenn ich dagegen bin, dann sagen sie mir, dass ich gegen Minderheiten bin. Was macht man da? Man nennt ja auch die Sarah Wagenknecht, nennt man ja fremdenfeindlich und man nennt sie ja auch transfeindlich und man nennt sie ja alles Mögliche. Wobei eh jedem klar sein müsste, dass sie das ja absolut nicht ist. Ja, Sarah ist nicht fremdenfeindlich. Die Frage, die man sich stellen muss, ist eben, wie kann man das Recht auf Asyl gewährleisten? Und gleichzeitig an ja, einem Staatsbürgerbegriff vielleicht auch festhalten, weil Politik geschieht ja immer nur in einem umgrenzten Raum bisher. Es ist einfach schwierig, wenn durch Migration, teilweise auch illegale Migration, verschiedene Klassen von Auszubeutenden geschaffen werden. Die einen, die kann man dann illegal beschäftigen, die kriegen vielleicht auch staatliche Zuwendungen und kriegen die dann nicht mehr, wenn sie einen Job oder dürfen den nicht annehmen. Andere BürgergeldempfängerInnen deutscher Herkunft und Geburt sind jetzt häufig auch in einer prekären Situation, dass sich Arbeit kaum lohnt, weil der Mindestlohn so niedrig ist und dass sie dann eher schwarz was dazu verdienen müssen. Da schaffen wir halt verschiedene Systeme, bei denen Menschen keine legale Arbeit haben. Und geben in diesen Zusammenhängen dann der Arbeitgeberseite ja, viel Macht einfach in die Hand. In Amerika ist das mittlerweile so, dass es ein Dutzend Millionen Menschen sind, die dort illegal eben versuchen, sich einen Lebensunterhalt irgendwie zusammenzuklauben. Die sind meist mit großen Träumen nach Amerika gegangen. Für die wenigsten werden diese Träume wahr. Die meisten bleiben Tellerwäscher und das sogar ohne jede soziale Absicherung und ohne die Möglichkeit, dann überhaupt ihren Lohn auch einzuklagen, weil sie illegal beschäftigt sind. Das zu kritisieren ist ja nun wirklich nichts Rechtes und hat auch nichts mit Migrantenfeindlichkeit zu tun. Bei Sarah baut das auch nie auf rassistischen Stereotypen oder Klischees auf. Das ist dann natürlich was anderes, wenn man jetzt sagt, wir seien die bessere Rasse und deswegen müssen wir reinbleiben. Klar wäre das fremdenfeindlich, das hört man relativ selten, vielleicht aus einigen abstrusen Teilen der AfD. Aber zumindest auf der linken Seite wird der Diskurs halt anders geführt. Und da muss man sich eben fragen, hilft es wirklich den Menschen, sag mal in Lateinamerika, wenn die gut gebildeten Ärzte alle nach Amerika auswandern dürfen und da vielleicht als Hilfsärzte oder Krankenschwestern oder so arbeiten dürfen, bis sie irgendwann ihre Zulassung kriegen, während in Lateinamerika dann medizinische Unterversorgung ist? Wahrscheinlich nicht. Ja, aber die Frage bleibt noch immer offen, was kann der Einzelne jetzt tun bei all diesen Problemen?
Meiner Meinung nach, also das, was ich tun kann von meiner Seite und ich denke, was wir alle tun können, ist zuerst einmal Bildung verbreiten, Diskussionen führen, in den Diskurs gehen mit Menschen, dazulernen, sich austauschen, den eigenen Horizont erweitern, das Gehirn befreien und dann kann man unter Umständen vielleicht weitere Gehirne befreien und vielleicht auch dann Menschen irgendwann von der geistigen Unterdrückung. Und das ist doch die erste Grundlage, dass man dem Faschismus nicht verfällt, aber auch nicht dem Neoliberalismus der Mitte, der sich als Antifaschismus ausgibt. Dass man dann irgendwie sozusagen beides vermeiden kann. Oder? Bildung steht doch an erster Stelle, oder? Mehr können wir doch nicht machen. Weil in Wirklichkeit rauszugehen und irgendwie zu demonstrieren, das denke ich mir immer bei Demos, rauszugehen und zu demonstrieren, wir sind gegen rechts, also ich glaube, das beeindruckt weder die Rechten noch irgendwen anderen. Ich glaube, das ist dann einfach, eher hat es wahrscheinlich so einen Effekt, dass dann nichts passiert, dass man dann so sagt, naja, da wird eh was gemacht, also muss ich nichts machen, kann ich weiter irgendwie RTL schauen. Und dort kriegt man halt seine Dosis kapitalistische Indoktrination und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man mit diesem Mindset irgendwann einmal dazu beitragen wird, rechte Kräfte tatsächlich stärker zu machen. Vielleicht sogar irgendwelche autoritären rechten Kräfte, ja? Weil man nicht versteht, wie Dinge funktionieren. Bildung, ja. Andenbildung, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, Banküberfälle sollten nicht ausgeschlossen sein. Zumindest, also sofern man das legal machen darf. Vielleicht auch digital. Also im Ernst, ich glaube, Aufklärungsarbeit ist das eine, sich selber bilden. Da gibt es keine Ausreden, warum man das nicht tun kann. Es gibt da berühmte Songs, zu, die mir gerade entfallen sind, da heißt es dann, bilde dich Arbeiter und so. Ein Bewusstsein schaffen und Welt verändern. Das kann man am besten, wenn man mehr über sie erfährt, wenn man sich mit anderen verbindet und ja, ob man dann Memes verbreitet oder Anleitungen, wie man vielleicht System irgendwo untergraben kann, wie man vielleicht Plattformen im Internet nutzen kann. Ich finde zum Beispiel beim Thema Bildung und der Frage, was ein einzelner Mensch tun kann, finde ich Alexandra Elbakian, diese kasachische Wissenschaftlerin, die zwei Plattformen, nicht nur Lipkin, sondern eben auch Sci-Hub ins Leben gerufen hat, die finde ich ist da unheimlich vorbildlich. Sie ermöglicht ihr und mir und uns allen, dass wir auf ganz viel Weltliteratur, dass wir auf ganz viel Fachbücher und wissenschaftliche Artikel im Internet zugreifen können. Und so kann man natürlich Plattformen schaffen und Menschen die Möglichkeit geben, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Dann kann man ja auch manchmal abstimmen, wie zum Beispiel hier bei uns, und kann Sachen eben mit beeinflussen. Ich glaube, Erwin, du hast auch einen Discord. Mhm. Ich glaube, da kann man, ich weiß nicht, wie exklusiv dieser Discord ist. Der ist öffentlich. Was für Schritte da unternommen werden, um Verfassungsfeinde und allgemeine Trolle rauszuhalten. Aber erstmal kann man da, glaube ich, einen Antrag stellen auf Aufnahme in deinen Discord und kann da sich und andere bilden, kann da. Ich habe jetzt gesehen, es gibt einen Lenin-Lesekreis, an dem man teilnehmen kann und andere Aktionsformen. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Anlaufstelle. Ja, ja, unser Discord ist auf jeden Fall super. Verfassungsfeindlichkeit geht bei uns gar nicht. Gegen Gesetz geht bei uns gar nicht. Wir sind vollkommen legal, aber es ist ein öffentlicher Discord. Ich glaube, mit mittlerweile über 2000 Mitgliedern. Und ja, da wird alles Mögliche gelesen. Also bei uns stand tatsächlich alles Mögliche als Vorschlag, dass wir Lesekreise machen. Und da waren sogar Bücher von den Identitären dabei als Vorschlag. Da war Marx dabei, da waren soziologische Bücher dabei, da war, wie du gesagt hast, Lenin. Und die Leute können demokratisch, also politische Bücher, und die Leute können demokratisch entscheiden, was sie
hören wollen, also mit was sie sich beschäftigen wollen, was sie am meisten interessiert. Und das wird dann jeden Sonntag durchgezogen. Ja. Und genau, aber wir sind vollkommen legal. Also bei uns wird das alles nicht verherrlicht, sondern analysiert. Ja. Das ist wichtig dazu zu sagen. Und ja, also. Ethisch analysiert. Ja, genau, richtig, richtig, absolut, absolut. Ja. Wir nähern uns dem Ende unseren ersten Podcasts. Wir wissen immer noch nicht, wie er heißt. Ich wollte gerade sagen, das sollten wir noch schnell klären. Ich finde, nach diesem Talk muss ich sagen, Antifa gefällt mir sehr gut. Aber ich hätte gerne irgendein Wortspiel. So wie ich weiß nicht, also so wie man zum Beispiel sagt, Podcast. Antifa-Cast, aber nicht wirklich, sondern Funk habe ich mir gedacht, aber das passt auch nicht. Antifa... Weißt du, was ich meine? So ein Wortspiel. Genau, was schön. Du meinst? Wir haben jetzt hier auch schon Vorschläge im Chat. Ich bin noch nicht so richtig begeistert, muss ich sagen. Also ich wäre ja für, wie gesagt, Antifa und KKG offen. Man kann es sogar noch erweitern. Also die GmbH und KKG. Antifa GmbH ist ja so ein stehender Begriff. Ja. Dann eben und KKG. Und dann hängen wir aber noch, weil wir halt schon der Meinung sind, dass die Antifa nur Erfolg haben kann, wenn sie sich auch bürgerlichen Zielgruppen zumindest in einem dem bürgerlichen System nicht ganz fremden Gewand kleidet, hängen wir eben noch auf Aktien dran. Also die Antifa GmbH und Co. KG AA. Die Kommanditgesellschaft auf Aktien. Wir sind anders als andere Antifanten, sind wir nicht auf anderen Drogen, wir sind auf Aktien. Und ich weiß nicht, ob es diese Rechtsform in Österreich gibt. Ist auch ein bisschen fraglich, nach welchen Regeln dein Discord funktioniert. Ob man die bundesdeutsche oder die österreichische Landesverfassung dort als Allerheiligstes ansieht. Das muss, glaube ich, in erster Linie du entscheiden. So große Unterschiede ergeben sich daraus jetzt nicht. Aber ja, also diese Form der Kapitalgesellschaft ist, glaube ich, etwas, da kann auch in einer kapitalistischen Gesellschaft kaum jemand was gegen sagen. Ne? Die Antifa kommt immer so als systemsprengendes, gefährliches rüber. Aber wenn man dem Ganzen einfach die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft gibt, dann könnten wir vielleicht bei der Deutschen Bank und ThyssenKrupp und so weiter weniger Widerstand erzeugen. Ja, wir haben hier, ich muss dich darauf hinweisen, weil ich das jetzt öfters im Chat gehabt habe, wir hier nennen uns offiziell Antika, also wir nennen uns hier nicht Antifa, sondern Antika, weil wir sind Antikapitalisten, das verbindet uns alle und wir sagen auch immer, dass der beste Antifaschismus der Antikapitalismus ist, natürlich, und deswegen ist Antika unser Ding. Aber das ist natürlich schon belegt. Die Frage ist, Antika ist ganz, ist schon belegt, aber Antifa KG, aber das ist, da habe ich ein bisschen so die Angst, wenn man sagt Antifa GmbH, da denkt man sich immer so, wir sind irgendwelche naiven grünen Wähler, die sagen wollen, nein, Antifa ist ganz toll, ihr dummen Nazis, weißt du, was ich meine? Das hat so diesen Vibe ein bisschen, ja. Ja, deswegen eben die Kommanditgesellschaft auf Aktien. Das ist ein schönes Rechtsforminstrument, was uns, glaube ich, von Grünen dann auch abhebt. Aber vielleicht müssen wir das sonst einfach über die Inhalte deutlich machen, dass wir nicht grün sind. Mhm. Wie machen wir das? Einfach indem wir jedenfalls Inhalte machen, die klar sind. Ja, indem wir halt keine Kriegsverherrlichung in unseren Podcast bringen, indem wir uns für soziale Fragen interessieren
und den Menschen irgendwo auch als Teil der Natur wahrnehmen und nicht nur Schmetterlinge schützen, sondern vielleicht auch Menschen. Solche Themen könnte man vielleicht bringen, die uns sehr deutlich von den Grünen abgrenzen, glaube ich. Also einfach eine KG, Antifa-KG oder was? Ja, eine KG auf Aktien. Also die GmbH und Co. KG ist ja schon wirklich was, also was Deutscheres kann ich mir kaum vorstellen. Also eben eine Antifa. Okay. Und wenn man dann eben noch die auf Aktien legt, also nicht auf Eis, sondern auf Aktien, dann wirkt es halt gleich nochmal kapitalistischer. Antifa, GmbH und Co. KG auf Aktien. Abgekürzt Antifa, GmbH und Co. KG, AA. AGAA. Na hallo, okay. Weißt du was? Also das sollten wir jedenfalls bei einschlägigen Podcast-Plattformen noch finden. Ansonsten müssen wir natürlich bei all diesen Titeln uns auch überlegen, ob die uns nicht geklaut werden. Pass auf, weißt du was? Es wird gerade vorgeschlagen im Chat, dass wir eine Ausschreibung mit einer Woche Frist machen. Bester Name gewinnt eigenes Emote. Wir machen eine Ausschreibung bis zum nächsten Mal und beim nächsten Mal, also bis zum nächsten Mal kann es eingereicht werden auf Discord oder hier im Stream oder in den Kommentaren auf YouTube, wenn ich das Video hochlade. Und dann werden wir, haben ja klar kommuniziert, was wir haben wollen. Wir wollen irgendwas mit Antifa und irgendeine gute Idee dazu. Ja? Ohne, dass man glaubt, dass wir Grüne sind. Sondern, dass vielleicht sogar klar ist, dass wir ein Problem mit den Grünen haben. Das nur in den Namen reinpassen würde, dass wir nicht grün sind, das ist natürlich optimal. Ich finde das super. Wir setzen auf die Crowd und haben dann auf jeden Fall nächste Woche einen Namen. Genau. So oder so. Und dann machen wir eine Abstimmung und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ja, basisdemokratisch. Richtig. Und dann können die Leute abstimmen und wenn uns nicht gefällt, was sie abgestimmt haben, dann sagen wir wollen es aber anders haben. Und dann machen wir, was wir für richtig halten. Wie das in jeder sozialistischen Diktatur auch funktionieren würde. Na, am Ende sind die Abstimmungen auf jeden Fall wichtig, aber wenn sie einem nicht gefallen, kann man sie eben auch fälschen. Genau. Wir haben auf jeden Fall das mit der Zeit noch nicht so richtig perfekt hingekriegt. Wir sind jetzt schon 5 Minuten drüber. Weil wir haben ja auch schwere Aufgaben gehabt für heute. Ja. Deutschland vom Faschismus befreien und dann noch einen Namen für unsere Sendung finden. Ich finde, da kann man auch mal 5 Minuten überziehen. Das stimmt. Aber wir sind nächste Woche am Montag wieder da um 20 Uhr. Und das wird unsere Sendezeit sein, die regelmäßig sein wird jede Woche. Und genau, das werden wir immer wieder wiederholen, bis wir das perfektionieren. 20 Uhr oder 20.15 Uhr? Also weil meine Tendenz ist wirklich 20.15 Uhr, damit wir alle noch die Möglichkeit haben, die Tagesschau zu sehen. Ich meine, ich weiß, du kommst aus Wien und für dich ist das vielleicht nicht so traditionell üblich, aber hier in Deutschland ist es eben so eine Tradition, dass jeder Deutsche abends um 8 die Tagesschau anschaltet. Dann weiß man, was man zu glauben hat, wer die Guten, wer die Bösen sind, auch global gedacht, nicht nur in Deutschland. Und am Ende kriegt man auch noch einen Wetterforecast, der manchmal mit der Realität erstaunlich deckungsgleich ist. Ja, und dann wird man sozusagen in die freie Abendgestaltung entlassen. Das ist so Teil unserer bundesrepublikanischen Tradition und ich glaube, da sollten wir uns anschließen. Finde ich gut. 20.15 Uhr, wir haben zwar keine Tagesschau, aber bei uns ist 20.15 Uhr die Primetime, wo uns der Fernseher die ganzen wichtigen Inhalte gibt, die wir sehen müssen, damit wir wissen, wie wir denken sollen. Also finde ich grundsätzlich gut, ja. Dass wir diesen Platz übernehmen. Ich würde dir den Link mal schicken, man kann die mittlerweile auch online sehen, diese Tagesschau, die wird hier tatsächlich bei mir um die Ecke in Hamburg produziert und du musst das, glaube ich, als Kind gesehen haben, damit du da so reinkommst, wie das ist, wenn man jeden Abend eben die Wahrheit präsentiert bekommt.
Das funktioniert bei Menschen, die das später erst erleben, nicht ganz so gut. Das ist so wie mit diversen anderen Religionen auch. Am besten ist es, wenn man die Kinder eben frühzeitig indoktriniert. Und ich bin da sehr, sehr frühzeitig reingekommen in diesen Glauben und freue mich, dass du da so rücksichtsvoll bist, mir den auch nicht zu nehmen. Auf jeden Fall. Ich habe als Linker natürlich Respekt vor allen Überzeugungen anderer Menschen und vor allem denen, die sie nicht begründen können. Ja. Selbstverständlich, natürlich. Gut, dann war das dieser Podcast für diese Woche und wir sehen uns nächste Woche am Montag, oder? Ja, wir haben jetzt genug Antifa-Arbeit gemacht für eine Woche. Jetzt können wir uns eine Woche lang auf die Schulter klopfen. Wir sind jetzt die Antifa, wir haben alles gegen den Rechtsruck unternommen, was in unseren Fähigkeiten war, und nächste Woche geht's weiter, weil das Land ist weiter braun und wir müssen es ändern. Grün-braun ist das Land, wir färben es rot. Das klingt gut, ja, das klingt gut. Ich bin auch für die SPD, das finde ich super. Das ja, blutrot eher, blutrot. Und wir reden nochmal über den Gewaltverzicht. Ach, das können wir gerne machen, das können wir nächstes Mal machen, aber ich bleibe dabei. Für mich ist, als jemand, der fester Pazifist ist, Gewalt keine Lösung. Kann keine Lösung. Aber du kannst es ja anders sehen. Das kannst du ja anders sehen. Das macht ja den. Das macht ja den. Wunderschönes Schlusswort. Das macht ja den Konflikt wie bei Somuncu und Schröder. Die haben ja jetzt aufgehört. Wir übernehmen einfach ihre Position. Gewalt ist keine Lösung. Gewalt ist keine Lösung. Das Wort zum Montag. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Danke, dass du zu Gast warst und liebe Grüße an dich. Danke, dass du zu Gast warst. Ciao.